Hallo zusammen, freue mich, Sie begrüßen zu dürfen zu unserem neuen Knowledge Shortcut Connect the Digital Thread PLM und ERP. Ich möchte mal beleuchten, wie PLM und ERP zukünftig zusammenwirken und das vor allem im Hintergrund von der Zusammenarbeit Siemens und SAP. Ich finde es sensationell, dass diese tollen Unternehmen zusammenarbeiten und es wirklich ernst meinen, einen durchgängigen Digital Thread zu haben. Und ich will das heute mal aus einer fachlich-methodischen Perspektive beleuchten, insbesondere weil man ganz unterschiedliche Dinge aus dem Markt raushört, Dinge, die mich manchmal auch tatsächlich ein bisschen ärgern, einfach weil das Wissen vielleicht da und dort noch nicht so weit ist. Und ich will mal versuchen, aus einer wirklich fachlichen Perspektive das zu erläutern. So, damit man das verstehen kann, sind einige Grundlagen notwendig und die will ich erstmal zeigen. Zuerst mal hier das Vier-Ebenen-Konzept des VDA, was ich glaube ganz erhellend ist über die unterschiedlichen Schichten. So, wir haben hier irgendwo ERP und PLM, was aber jetzt erstmal wichtiger ist, ist das ganze Thema der Authoring Systems. Was meinen wir mit Authoring Systems? Wenn wir ein Produkt entstehen lassen oder wenn ein Produkt entsteht, dann müssen wir natürlich mit Hilfe von Systemen Daten erzeugen, Modelle zu diesem Produkt. Eines der wichtigsten Modelle ist die geometrische Ausprägung, die Geometriemodelle, was wir zum Beispiel im CAD machen. Ein anderes sehr wichtiges Modell des Produkts ist alles, was irgendwie mit Elektro und Mechatronik zu tun hat, Stromlaufpläne zum Beispiel einer Werkzeugmaschine oder Fluidpläne einer Werkzeugmaschine, solche Dinge, was man typischerweise in einem E-CAD-System macht und dann immer mehr und mehr Software, also richtiger Code, den ich ja coden muss in einer Sprache, typischerweise in einer Hochsprache. Wenn ich mehrere Mikrocontroller habe, die miteinander sprechen, dann muss ich natives C machen oder C++, was ich irgendwann direkt auf den Controller blase. Muss auch irgendwo entstehen, zum Beispiel in der Software. Und es gibt noch zig andere Dinge. Wir sprechen hier oft von Model-Based Systems Engineering oder Systems Engineering. Also alles, was um funktionale Modelle, Requirement Management und rumhängt. Ja, und dann in der frühen Phase modelliert wird, erzeugt ja auch Informationen. So, und jetzt muss man wissen, dass immer mehr, ich mache mir hier auch schon mal den Stift an, hoffe, das geht. Ja, geht, wäre sehr gut. So, welche Farbe kann ich nehmen? Ich nehme mal grün. So, immer mehr Anbieter dieser Systeme haben ihr eigenes, wir nennen es Team Data Management System drunter. Warum? Die Daten müssen irgendwo gespeichert werden und auf dem Filesystem ist es natürlich nicht besonders hübsch oder hilft nicht viel und ich muss ja mit den Daten irgendwie gerichtet umgehen. Deswegen fängt man damit an, immer mehr Ebenen oder immer mehr Team-Data-Management-Systeme zu tun. Das ist das eine. Und das zweite gibt eine Tendenz, auch sehr stark von Siemens getrieben, dass wir diese Dinge immer mehr integrieren, also zum Beispiel CAD, ECAD und die Softwareentwicklung oder die SPS-Programmentwicklung, um damit die Funktionalitäten innerhalb von so einem CAD-System sehr viel breiter werden und ich dann natürlich eine engere Kopplung brauche an meine Datenbank, weil das klassische CAD-Datensystem nicht mehr so gut funktioniert. Werde ich gleich noch drauf kommen. Die Frage ist jetzt, was passiert eigentlich im PLM? Im PLM entsteht Material und diese Entstehung des Materials wird gelifecycled. Dazu muss man wissen, Material wird beschrieben durch beschreibende Artefakte, zum Beispiel ein 3D-Modell und das Material hat verschiedene Reifegrade und über die Reifegrade muss es entwickelt werden. Das heißt, hier entsteht, das sieht man nicht so gut, weil nur ein Pfeil, Material und dieses Material, das muss irgendwann ins ERP, weil das ERP steuert, wie das Material bewegt wird in einem Unternehmen. So. So sieht es erstmal aus. Und dann gibt es jetzt eine Reihe von Themen, weil in der klassischen Sicht verbinde ich häufig oder mache häufig so ein 1:1 zwischen Dokument und Material. Und das hat auch einen Grund, auch wenn es, sagen wir mal, eine klassische, rein mechanische Sicht ist. Es ist so, das Material hat einen relativ klaren Cluster. Das ist nämlich das, was zerstörungsfrei nicht weiter unterteilt werden kann. Wenn ich also zum Beispiel eine Welle habe, dann entwickle ich eine Welle als eine Datei, die zum Schluss eine CAD-Datei wird. Und diese Welle entspricht ja dann einem Material. Und somit hat sich in der Vergangenheit, vor allem bei Maschinenbau geprägten Branchen, sehr stark das 1:1 rausgearbeitet. Das 1:1 ist aber typischerweise, sage ich mal, falsch oder nicht durchzuhalten, weil oft
ein beschreibendes Artefakt ganz unterschiedliche Materialien beschreiben kann, aus ganz unterschiedlichen Gründen. So, da will ich an der Stelle nicht tiefer eingehen drauf, man könnte natürlich total drauf eingehen, aber dazu gibt es eine ganze Reihe von Filmen, zum Beispiel die ganze Filmreihe Produktstrukturen, wo ich das etwas näher erläutere. So, das sind die verschiedenen Ebenen und jetzt passieren eine Reihe interessante Dinge am Markt. Die CAD-Systeme oder die Authoring-Systeme, die tendieren immer mehr dazu, tiefer eingebettet zu werden in ihre TDM-Systeme. So, das liegt nicht nur daran, dass vielleicht die Hersteller das wollen, sondern das ist notwendig. Notwendig warum? Wenn ich natürlich mehr Funktionalitäten biete, dann muss ich auch ein Datenmanagement für die Funktionalitäten bieten. So dieses einfache CAD-Daten mal auf ein Laufwerk schmeißen, funktioniert noch bei CAD-Daten relativ gut. War schon schwierig, aber relativ gut. Wenn ich aber hier komplexe netzwerkartig verbundene Informationen habe, dann muss da ein Datenmodell drunter. Deswegen gibt es die Tendenz, dass die Anbieter von zum Beispiel CAD-Systemen, die immer näher koppeln, manche CAD-Systeme, die gibt es gar nicht mehr ohne das Management-System drunter, ist auch eine Strategie der Anbieter. Ich sage voraus, es wird zwar die CAD-Systeme nativ noch geben, aber früher oder später werden die auf eine Datenbank müssen, weil sonst werden die ganzen Funktionen nicht mehr so gut integriert. Gibt es auch einen Film von mir dazu. Okay, so und irgendwo habe ich die PLM-Ebene, nochmal um es klar zu machen, die Reifegradentwicklung des Materials, die passiert da. So und jetzt guck mal, jetzt kann ich es hier weitermachen, auf die Frage, wie entsteht denn eigentlich ein Material und was ist ein Material? Dazu hier noch eine erklärende Folie. Wir haben erstmal einen Materialstammsatz, der eindeutig definiert, was bist du für ein Material und eine klare Materialnummer hat. So, dieser Materialstammsatz wird beschrieben durch beschreibende Artefakte, im Wesentlichen das 3D-Modell oder die Zeichnung oder eine Prüfanweisung oder. Elektroplan, was immer Sie wollen. Sie können Ihr Material beschreiben, wie Sie wollen. Und dazu brauchen Sie Artefakte und die haben ein Lifecycle. So, oft hat man hier, hatte ich vorhin gesagt, das 1:1. Wollen wir aber löschen in einem modernen Ansatz, oder es wird immer klarer, dass ein Material sich entwickelt über einen Reifegradprozess, wohingegen ein Dokument einfach freigegeben wird und das Material wissen muss, wann ist welches Dokument für mich zuständig. Okay, und jetzt haben wir hier mal die Materialreife. Die Materialreife geht über verschiedene Reifegrade. Ja. Und dabei entwickelt sich das Material entsprechend weiter und kann dann entsprechend definiert werden. So, wir müssen dann unterscheiden zwischen einer werksunabhängigen und einer werksabhängigen Sicht. Ja. Weil ein Material, was zum Beispiel zum Verify freigegeben ist, kann in einem Werk vielleicht noch in einem Prototypenstatus sein, weil es zum Beispiel im Werk in China noch nicht so weit ist, aber in einem Werk hier schon irgendwie läuft. Deswegen muss uns klar sein, wir haben eine werksunabhängige Sicht und eine werksunabhängige Reifegradentwicklung und eine werksabhängige Reifegradentwicklung. Und so hat auch ein Material entsprechende Sichten, die wir in Bezug aufs Werk haben. Warum? Es kann logistisch zum Beispiel an einem anderen Lagerplatz liegen, im Werk in China, als im Werk in Deutschland. Oder es wird vielleicht anders disponiert. Es hat vielleicht sogar eine andere Stückliste in einem anderen Werk, weil in dem Werk es irgendwie anders produziert wird oder es andere Lieferanten entsprechend gibt. Okay, so, das muss man dazu wissen. Jetzt muss ich gerade noch überlegen, fehlt noch was, was ich dazu sagen wollte? Ja, genau, eine Geschichte noch, was vielleicht auch wichtig ist. Häufig haben wir heute den Fall, dass das Material, wenn es ins Werk geht, möglichst spät angelegt wird. Ich will das Material spät im ERP-System haben. So, das liegt daran, dass das Reifegradkonzept fehlt. Und wenn Sie das Material anlegen im ERP, Sie schon alle Sichten so weit haben, dass es haben müssen, dass es logistisch handhabbar ist. So, das ist ein typisches Problem, was bei früheren ERP-Implementierungen gemacht wurde. Und dann hört man ganz oft, oh, Material will ich nicht so früh anlegen. Ja, nee, das ist falsch. Ich kann das Material eigentlich sofort anlegen, weil es erstmal nur eine Materialnummer zieht und ich es anreichere mit Informationen. Irgendwann kommt der Punkt, und zwar frühestens da, wo wir in Verify sind, wo ich zum ersten Mal logistisch dieses Material bestelle. Erst ab da bekommt es die Reife, dass ich etwas bestellen kann.
So, das ganze Thema Reifegradkonzept will ich auch mal noch vertiefen in einem anderen Film. Hier reicht es nur, den Ansatz entsprechend zu verstehen. Auch noch ein Hinweis, meine Freundin Beate Koch, die hat mir das alles beigebracht. Ich habe es nur verstanden und kann es inzwischen gut erklären, aber die Kerngedanken kommen da alle entsprechend von ihr. Okay, also Material hat einen Reifegrad. Material wird in einer PLM-Schicht entwickelt und dann irgendwann im ERP angewendet, gekauft, produziert, zusammengebaut. Alles, was ein Produkt dann später tatsächlich physikalisch zu dem macht, was es ist. Okay, so. Und jetzt müssen wir uns damit beschäftigen, welche Produktstrukturen es gibt, um zu verstehen, wie ERP und PLM zukünftig zusammenhängen. Und dann speziell, wie von mir aus ein Teamcenter und ein SAP zukünftig zusammenhängen. Man muss dabei natürlich unterscheiden bei Teamcenter und SAP, dass SAP sehr wohl auch durchaus starke PLM-Funktionalitäten hat. Ja, deswegen ist SAP gleich ERP, Siemens gleich PLM oder Teamcenter gleich PLM nicht richtig, weil SAP eben PLM-Funktionalitäten hat und damit ist nicht ganz so leicht zu machen. Ich spreche jetzt erstmal von ERP und PLM und würde es dann nachher ein Mapping versuchen zu machen, aus meinem Wissen, in Richtung SAP und Teamcenter. So, dazu muss man jetzt aber was anderes wissen, nämlich welche Produktstrukturen gibt es typischerweise, auch hier wieder stark vereinfacht. So, wir haben eine CAD-BOM, E-CAD-BOM oder CAX-BOM. BOM ist eigentlich hier der falsche Name, weil BOM ja Bill of Material heißt und es impliziert, dass wir hier vom Material sprechen. Ich nutze es nur, habe ich bei Siemens so gelernt, ich finde den Namen irgendwie gut, aber eigentlich ist es eine Dokumentenstruktur, oft sagt man auch Dokumentreferenzstruktur, die die beschreibenden Dokumente strukturiert und Achtung mit Lageinformationen hat. Das ist die CAD-BOM. So, jetzt gibt es die E-BOM und die M-BOM. Heute intensiv diskutiert, wird oft gefragt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer E-BOM und einer M-BOM? Was ist da überhaupt drin? So, Achtung, die E-BOM ist eine Bill of Material und die E-BOM hat auf Blattebene Material. So, was bedeutet das? Zeichnen wir ganz schnell hin. Also, wir haben Strukturen. Strukturen sind immer sogenannte Wurzelbäume. Wir sehen hier den Wurzelbaum der Strukturen. Es gibt immer den Root, dann gibt es die Branches, also die Äste, und dann gibt es die Leaves, die Blätter. Auf der Blattebene, ja, hat eine E-BOM immer Material. Also, da hängt kein Dokument. Da ist Material in der E-BOM. Die E-BOM, das Material, das kennt natürlich sein beschreibendes Dokument, aber es hängt hier Material drin. Deswegen erstens, merke, in der E-BOM hängt Material. Merke zweitens, in der M-BOM hängt auch Material auf der Blattebene. Und E-BOM und M-BOM teilen sich dieselben Materialien. Die Struktur ändert sich aber leicht. So, jetzt ist aber die nächste Frage auf der Strukturebene. Also da, wo die Branches sind, was hat da die E-BOM für eine Struktur? So, und die E-BOM hat dort typischerweise eine, ich sag mal, logische Struktur oder eine funktionale Struktur. Warum? Weil ich gern diejenigen Materialien zusammenfasse und darüber hinaus lifecycle, die funktional zusammengehören. Ja? So, der Vorteil ist, ich habe einen Knoten wie eine Klammer, der mir sagt, hier ist von mir aus Bremssystem. Alle Elemente Bremssystem sind da drin und da kann ich Bremssystem lifecyclen und sagen, jetzt ist das Bremssystem entsprechend freigegeben. So, was tut die M-BOM? Die Problematik ist ja, ich muss ja jetzt ein Produkt produzieren und dazu muss ich es montieren. Wenn ich es aber jetzt montiere, dann muss ich ja Verbaugegenstände haben und sobald ich die Verbaugegenstände aufs Lager legen will, brauche ich eine Materialnummer dafür, damit ich sie buchen kann.
So, das heißt, die M-Bomb beinhaltet die Verbauzustände. Achtung, wenn die M-Bomb im ERP lebt, immer nur genau diejenigen, die ich auch wirklich im Lager verbuchen will. Es mag noch mehr geben, die ich in der Montageplanung berücksichtige, aber die muss ich nicht in der ERP-Stückliste haben. Okay? Das heißt, die M-Bomb in der Oberstruktur, also auf Branchebene, beinhaltet Baugruppen, die montierbar, baubar sind, und die M-Bomb tut die E-Bomb oder tut die E-Bomb in der tiefen Struktur ergänzen um die Rohmaterialien unter der Bedingung, dass die nicht in der E-Bomb festgelegt werden. Das heißt, dass es nicht entwicklungsrelevant ist, was da festgelegt wird. So, das in aller Kürze, und man muss verstehen, dass es die Strukturen gibt und dass die notwendig sind. Und Achtung, die gibt es immer, auch wenn man oft gepredigt hat, man könnte E-Bomb und M-Bomb zusammenlegen. Es gibt bestimmte Bedingungen, da kann man das. Beispiel Baustellenfertigung, brauche ich keine M-Bomb, weil ich ja nichts verbuchen muss. Irgendwo auf dem Weg ist ja alles auf der Baustelle. Da muss ich nur zeitig reintakten, wann die Sachen an die Baustelle gebracht werden. Ja? In dem Fall gibt es durchaus Fälle, wo ich keine M-Bomb brauche. Es gibt auch Fälle, wo E-Bomb gleich M-Bomb ist, nämlich immer dann, wenn ich ein Produkt habe, wo die Funktionen sich so clustern lassen, dass sie montierbar sind. Dann brauche ich es auch nicht. Das heißt, ich komme durchaus auch zur Kunst, warum M-Bomb braucht er nicht. Da kann man das auch begründen, warum die die nicht brauchen. Meistens ist es aber nicht der Fall. Okay. So, damit ist das jetzt klar, und jetzt ist die Frage, welche Szenarien der Integration gibt es. Die kann man nämlich mit diesem Grundwissen, was ich hier gezeigt habe, entsprechend ableiten. So, es gibt das Szenario 1. Wir machen eigentlich nur PDM im PLM. Alles bleibt quasi in der alten Welt. Und es gibt das Szenario 2, Durchgänger Digital Thread. So, warum mache ich das oder will das auch unterscheiden? Gerade letztens hat mir ein Vertriebler, nicht mir, aber ich habe eine Mail von einem Vertriebler gelesen, der in der alten Welt alles begründet hat. In der alten Welt klingt das ganz schön. Ja, aber es ist tatsächlich eine alte Welt. So werden sie oder würde man, so wie er argumentiert hat, den Digital Thread nicht in die Zukunft bringen. Klang aber gut, und das ist ja ein typisches Problem. Oft klingen Argumentationsketten gut, aber man muss halt verstehen, was ist dahinter, und das versuche ich so ein bisschen auseinander zu klabüsern. Also wir haben Szenario 1, PDM, alles beim Alten, wird oft sehr gerne auch noch von den SAP-Partnern sehr stark gestresst. Und wir haben Szenario 2, wo ich denke, da geht die Zukunft hin, und das kann man ganz schön erklären. So, Szenario 1, alles beim Alten, funktioniert eigentlich so, dass ich sage, im PLM habe ich doch eigentlich nur die Dokumente. Und eigentlich tue ich nur die Dokumente im PLM verwalten, damit ich sie nicht auf dem Filesystem habe und sie vielleicht ein bisschen klassifizieren. Wenn ich Glück habe, mache ich noch eine Freigabe drauf, ein bisschen Rechtemanagement. So, es gibt viele kleinere PLM-Hersteller, die können halt auch nicht mehr. Und das ist dann natürlich das Problem, dass sie in die Richtung argumentieren müssen, und dann muss ich aber alles andere, das heißt die eigentliche Materialentstehung, dem ERP überlassen, und dann passiert es im ERP. Ja, und wenn das ERP, wie bei SAP, relativ gute PLM-Funktionalitäten hat, dann funktioniert es auch ganz gut, weil es das kann, muss man dazu sagen. So, was bedeutet es also in der alten Welt? Ich habe eigentlich, ich fange mal hier an, meine CAD-Bomb, meine CAD-Struktur, die verwalte ich irgendwo in einem PDM, manchmal wird es PLM genannt, ist aber eigentlich nur ein besseres Team-Data-Management-System. Ich leite gegebenenfalls eine E-Bomb ab, wenn überhaupt, passiert häufig auch nicht, und dann entsteht eigentlich das Material im ERP. So, und oft gibt es dann auch keine echte M-Bomb, oder diese Bomb hat eine M-Bomb-Ähnlichkeit oder ist eine Mischstruktur. So hat man es implementiert vor 20 Jahren, und die meisten Implementierungen, die man heute noch vorfindet, die funktionieren so. So, das Problem ist, dass es dazwischen ganz viele fleißige Ameisen, kann jetzt keine Ameisen machen, ganz viele fleißige Menschen gibt, die mit Hilfe von Unmengen von Excels diese Verbindung dann in irgendeiner Form aufbauen und es am Leben erhalten. Und sie glauben gar nicht, welche Prozesse man da findet, damit das getan werden kann. So,
Das ist natürlich überhaupt kein durchgängiger Thread. Und wenn ich es so mache, dann bin ich quasi völlig entkoppelt und ich habe ein anderes Problem, was ich viel wichtiger finde. Ich habe nämlich das Problem, ich entwickle irgendwas hier, dann schieße ich das hier rüber. Und das Problem ist, dass bei den meisten Unternehmen die eigentliche Entwicklung von Varianten und so weiter nach dem Start der Produktion entsteht, weil oft trifft man mit dem Variantenraum halt nicht schon im ersten Schuss, was der Markt will. Und dann findet die Entwicklung zum Schluss nur noch hier im ERP statt. Und dann sitzen Sie hier mit dem großen Fragezeichen und sind völlig entkoppelt. Und können an der Stelle, ich mache mal die Farbe noch anders, dass man es vielleicht besser sehen kann, vielleicht so ein Orange, also können an der Stelle, ich mache mal hier wirklich ein großes Fragezeichen rein, sind Sie, ich sag mal, der Gelackmeierte. Was passiert dann? Mit Mühe und Not muss ich diese Daten nehmen, diese Daten mühevoll, mit wirklich großer Arbeit zusammenbringen, irgendwie zusammen gucken, ob was alles zusammenhängt, damit ich hier überhaupt eine neue oder eine Nachentwicklung starten kann. So, dann ist jede Entwicklung wie auf den Reset-Knopf drücken, Wiederverwendung, vergessen Sie es mal komplett. So, das ist ein typisches Problem, was in der alten Welt kommt. Und wie schon gesagt, wenn ich einen Prediger dieser Welt hört, dann habe ich echt ein Problem. Einfach weil es so absurd ist, kann man das nicht mal verstehen. So, so geht es zukünftig nicht. Oder, also gehen tut es schon, aber mit einem gehörigen Aufwand und gehen tut es, Achtung, im ETO. Weil im ETO machen sie einen Auftrag, das heißt, sie steuern ihn einmal durch und dann ist es gut. Sondern machen sie halt einen neuen. Sobald sie aber anfangen, in einem Baukasten zu denken, auch im ETO, dann geht es los, dass sie hier die Durchgängigkeit auf einer PLM-Ebene brauchen. Das heißt, sie müssen dann in eine neue Welt kommen und die neue Welt, die sieht so aus. Die sieht so aus, dass ich sage, es gibt im Prinzip etwas, was ich zwischen ERP und PLM kontinuierlich synchron halte. So, und das ist die E-Bomb, die ich explizit habe, und die M-Bomb, die ich im Idealfall aus der E-Bomb entsprechend ableite. So, die halte ich synchron. Warum? Damit ich sie durchgängig lifecycle-fähig haben kann und dass ich im Prinzip meinen Reifegradprozess gemeinschaftlich abwickeln kann, quasi in einem System, und die repliziere ich. Ich glaube sogar, in Zukunft wird es so sein, dass diese Strukturen sowohl im PLM als auch im ERP synchron gehalten werden und ich zumindest auf der Ebene der Attributierung es egal ist, wo ich was pflege. Ja. Dazu brauchen natürlich oder müssen die PLM-Systeme noch eine Menge lernen, aber in die Richtung geht es natürlich. So, wenn Sie das haben und sich das zeitlich entwickelt, dann haben Sie im Prinzip immer volle Synchronität zwischen diesen beiden Ebenen und Ihre Entwicklungsdaten entsprechend damit gekoppelt. Und damit haben Sie einen durchgängigen Thread. So, jetzt kann man hier schon mal eine interessante Frage stellen, nämlich, wir haben natürlich das Problem, dass, ich sag mal, das SAP bis in so eine Ebene oder vielleicht so eine Ebene, das ist immer die Frage, hier oben sitzt dann das, was die Partner so machen drauf, dass das alles schon auch kann. Ja? So, jetzt ist aber die interessante Frage, wenn das in einem SAP alles schon kann, warum schließen die sich mit Siemens zusammen? Siemens das hier oben ja quasi kann. So, da gibt es eine Reihe von Fragen, die man sich stellen muss. Erstmal ist wichtig, ja, das ist, was SAP wirklich sogar kann. Teilweise ist es aber vielleicht besser als oder deutlich besser als andere Systeme, weil die Reifegradentwicklung, wenn man es richtig macht, gut funktioniert. Und die ist lösbar. So, warum passiert es nicht? Oder warum oder wo gibt es da Probleme? Aus meiner Perspektive gibt es zwei zentrale Probleme. Dass Sie das aber machen können in einem ERP, Sie müssen überlegen, die Frage ist ja, lohnt es sich, die Systeme als Systeme zu trennen, mit dem Vorteil, dass Sie dann zwei Datenbanken haben, die Sie kontrolliert synchronisieren können? Das ist ja der eigentlich wichtige Aspekt. Oder machen Sie es in einem System, dass sich beide Systeme dieselben Entitäten teilen? Da gibt es einen interessanten Aspekt, wenn man nämlich zwei Systeme hat, die man trennt,
dann habe ich mehr Flexibilität, weil ich den Übergang genau kontrollieren kann. Dabei ist aber wichtig, ich darf in den beiden Systemen niemals Intelligenz in der Schnittstelle. Das heißt, was ich hin und her schiebe, muss exakt dasselbe sein. Ich kann es aber zeitlich leicht asynchron haben. So, und das ist oftmals ein Vorteil. Warum? Wenn ich im ERP oder im SAP in demselben System bin und die PLM-Funktionalitäten habe, dann muss ich eine sehr ausgefuchste Reifegradentwicklung haben. Und ganz klar, SAP kann das, bin total begeistert, ist ziemlich cool, was da alles geht und wie das geht, bin ich wirklich total begeistert. Es gibt aber ein interessantes Problem. Viele Unternehmen, die SAP implementiert haben, die haben den Reifegradprozess nicht sauber implementiert, weil man das halt früher nicht so gemacht hat. Und damit ist es für die unglaublich schwer, einen sauberen Reifegradprozess überhaupt zu implementieren. Im Nachgang, weil das fast eine teilweise Neueinführung von so einem SAP gleich käme. So. Und damit wird es natürlich viel interessanter, die Systeme zu trennen, weil man einen Teil der Reifegradentwicklung dann in ein anderes System auslagern kann und im Prinzip über die Replikation der Information so eine Art Pseudo-Reifegrad-Konzept aufbauen kann, wenn sie nämlich die Daten entsprechend nach unten schießen. Das ist dann daran interessant, wirklich zwei Systeme zu haben. Und Achtung, das könnten theoretisch auch zwei SAP sein oder von mir aus zwei Mandanten, die wirklich getrennt unabhängig sind. Also da gibt es zig Spielarten, wie man das Ganze dann entsprechend spielen könnte. So, ich denke, das ist jetzt erstmal ein wesentlicher Grund, dass es durchaus attraktiv ist, nicht ein System zu haben, sondern hier wirklich eine Systemgrenze, die synchronisiert ist, weil ich dann durch eine, ich nenne es immer asynchrone Replizierung der Informationen, zwei Welten habe und ich habe noch einen anderen Vorteil, ich habe natürlich zwei Release-Zyklen. Ich muss also irgendwelche Updates, also ein ERP kann konstant bleiben, im PLM kann ich zum Beispiel weiterentwickeln. Wichtig ist ja nur, dass diese Verbindung zwischen den Strukturen exakt hier bestehen bleibt. So. Das ist ein Szenario und eine Reihe von Gründen, warum es sinnvoll ist, hier einen extra PLM zu haben. So, jetzt gibt es noch weitere Gründe, auf die will ich auch eingehen. Nämlich, wenn wir zukünftig in einen Digital Twin gehen, oder in eine Serialisierung. Das kann ich natürlich auch in einem klassischen ERP machen. Was tue ich dann typischerweise machen? Ich baller mir meine Stückliste mit Serialnummern runter und schreibe die irgendwo fest. So, jetzt habe ich aber nur die alphanumerischen Daten und ich habe ja nicht mehr die Daten, auf denen es entwickelt wurde. Wenn ich also im Nachhinein feststelle, oh, da hat sich aber was verändert oder aus dem Feld kommen Informationen zurück, dann kann ich es nur noch hierhin connecten und da habe ich aber nicht mehr die Entwicklungsdaten dazu, sodass ich überhaupt reagieren kann aus einer Entwicklungsperspektive auf die Änderung. Das ist aber, was die Kunden erwarten. Das heißt, es ist natürlich viel sinnvoller, wenn ich den digitalen Zwilling in einem PLM vollumfänglich auch über die Zeit as delivered rausschicke und as maintained auf dem Weg halte. Auch da müssen wir jetzt tiefer drauf eingehen, habe ich in dem Fall die Zeit nicht. Und das eben auch in der PLM-Schicht passiert, weil ich im Prinzip hier die Daten dann von den Authoring-Systemen entsprechend integriert vorliegen habe, auf dem richtigen Stand, was ich im ERP nicht mehr habe, weil ich es da dann verloren habe. So, das heißt auch, dass das ein Grund ist, im Prinzip hier eine durchgängige Kette im PLM entsprechend aufzubauen mit vernetzten Daten und ein ERP quasi dann hier in die Abwicklung geht. So, jetzt haben wir erstmal diskutiert, warum so viel im PLM und eher weniger im ERP. Jetzt müsste man vielleicht nochmal auf eine Spezialität, und dazu gehe ich zurück, bei SAP eingehen. So, die Folie brauchen wir nicht. Gehen zurück. Komm. Jetzt nochmal auf die erste Folie gehen. Die hier. Genau. Im Prinzip ist ja jetzt die Problematik, dass heute ein SAP, im Prinzip auch sehr viel und zwar extremst gute PLM-Funktionalität hat und das locker
abdecken kann. Ja? So, jetzt haben wir ja schon argumentiert, dass es natürlich ganz clever ist, hier wirklich zwei getrennte Systeme haben, weil ich dann die Möglichkeit habe, asynchron, also nicht zeitgleich zu replizieren. Ich habe zwar dieselben Daten, aber ich kann genau kontrollieren, wann ich die versorge und zu bestimmten Zeitpunkten die Versorgung haben, und damit spare ich mir einen eher komplex zu implementierenden, ausgefeilten Reifegradprozess, der mir das rein auf einer SAP-Ebene ermöglicht. Es gibt aber noch einen zweiten Aspekt, und da ist meine, ich habe keine Informationen, ich kann nur rumvermuten, ist, denke ich, hier ein großes Thema, was natürlich einen Teamcenter und einen Siemens sehr stark und attraktiv macht als Partner. Es entwickelt sich ja hier eine Integration vieler, vieler Applikationen raus. Nun ist es so, dass Siemens quasi durchgängig die Applikationen hat und dass Siemens natürlich durchgängig hier mit einem Teamcenter die Applikationen integrieren kann und dass Siemens hier quasi auch schon die Undock-Funktionalitäten hat. Siemens hat schon eine ganz schöne EBOM-MBOM-Anbindung im Teamcenter, die ich relativ gut, ich sage relativ gut, möchte gleich auch noch was dazu sagen, replizieren kann. So, das ist natürlich dann unglaublich attraktiv, wenn man das hat, ja, weil man könnte zum Beispiel damit dann quasi Standards schaffen, wenn es so eine große Partnerschaft gibt. Und hier haben wir ja das große Problem, wir müssen hier Standards haben, wie die Systeme zukünftig miteinander sprechen und wie ich die Authoring-Systeme zusammenhalte. Und das ist vor allem aus einer Lifecycle-Perspektive hier oben auf dem Weg viel komplizierter als hier. Hier kriegt man das relativ gut im Griff. Hier ist es wirklich nicht ganz unkompliziert. Deswegen glaube ich, dass es natürlich erstmal attraktiv macht, dass Siemens hier relativ breit aufgestellt ist und relativ tief in die Andockung gehen kann. Und weiteres Thema, dass SAP in den Applikationen, die sie heute haben, hier im Bereich Systems Engineering nicht so besonders stark aufgestellt ist und die nicht hat, da ist aber Siemens extrem stark aufgestellt. So, und dann gibt es immer noch eine weitere Argumentation, das ist das Thema Mendix, habe ich auch gelesen, fand ich auch sehr interessant. Mit Mendix können Sie ja quasi Low-Code sehr gut auf die Datenbanken geben und Daten zusammenblasen. So, und wenn Sie überlegen, wir brauchen eben eine Nachfolge für dieses komplizierte Excel, wo im ganzen Unternehmen Leute etwas dran tun und es muss irgendwie stabil sein. So, und es ist natürlich sehr spannend, wenn man einen Mendix im Prinzip jetzt hat, was durchgängig auf beide Systeme greifen kann, mit dem man wirklich Low-Code Informationen so zusammenballern kann, dass ich die ganzen Excels nicht mehr brauche. Und das haben ja bisher die BI-Tools, die man so hat, offensichtlich nicht geschafft. Sonst gäbe es die Excels ja schon gar nicht mehr. Okay, also da gibt es eine ganze Menge an Gründen, warum es sinnvoll ist, diese Integration zu machen. Einmal, ich wiederhole es nochmal, PLM und ERP als Systeme getrennt zu halten, ist durchaus attraktiv, asynchrone Replikation. Nächstes Thema, PLM ist ja nicht nur die Schicht des Materials oder der Materialentstehung, sondern es wäre natürlich super, wenn ich quasi auf eine zusätzliche TDM-Schicht verzichten könnte und die irgendwo mit im PLM ist, damit ich die ganzen Daten auf einer Applikationsebene entsprechend zusammenhalten kann. So, und das spricht natürlich sehr stark für die Partnerschaft zwischen SAP und Siemens. So, und jetzt gibt es aber noch ein Problem, was alle PLM-Systeme heute hat, nur SAP nicht. Die heutigen PLM-Systeme haben oft Schwierigkeiten mit Material, weil sie klassischerweise Material nicht gut konnten. Oft gibt es da inzwischen natürlich Materialobjekte, es gibt auch MBOMs. Es gibt aber etwas, was heute typischerweise in den PLM-Systemen nicht richtig drin ist. Und das ist das Thema Werkssicht. SAP hat von Haus aus ein sehr starkes Sichtenmodell, wo sie Sichten für ein Werk haben auf dem Material, die auch persistent sind. Die sind ganz sicher, die sind nicht ad hoc, ich filter mal irgendwas, sondern die sind persistent und sicher. So, diese Sichten, die dann SAP hat, ja, die Werkssichten, die haben viele PLM-Systeme nicht.
Und ich glaube, was die PLM-Systeme oder die Hersteller unbedingt machen müssen, und ich hoffe, dass Siemens das auch sehr bald tut, ist echte Werksichten abbilden zu können, so damit echte M-Bombs tatsächlich entstehen können. So, wenn das Problem gelöst ist, dann kann ich im Prinzip ähnlich, wie ich es dargestellt habe, einen durchgängigen Digital Thread machen. Und ich freue mich drauf, wenn man das implementieren kann. Das kann man zwar heute schon, aber da muss man so ein bisschen noch rummurksen, damit es richtig geht. Und das erzeugt dann da und dort ein bisschen Aufwand. Dann wird es spannend. Schwieriger wird es, glaube ich, dann für die Unternehmen, weil es ist natürlich ein Kulturwandel, so zu arbeiten. Nichtsdestotrotz diese Vorteile. Ich glaube, dass Unternehmen, die diese Durchgängigkeit hinkriegen, anderen so überlegen sind, weil sie Innovationen so schnell in die Produktion, so schnell auf die Straße bringen können, dass, ich sag mal, es dann wie ein Rennwagen gegen Ochsenkarren. Okay, so jetzt hoffe ich, ich habe nicht mehr Verwirrung geschaffen, sondern konnte ein wenig Licht ins Dunkle bringen. Freue mich, dass Sie dabei waren. Machen Sie es gut und jetzt schalten wir das auch mal entsprechend aus.